Hey Leute, was geht ab heute und willkommen hier zu einem Unboxing Battle auf meinem Kanal. Ihr seht es richtig, heute habe ich die Serien am Start, die ihr euch gewünscht habt. Die Champions League Matchday Serie gegen die FIFA 3x5 Serie und endlich mal kann es eine Serie mit der FIFA 3x5 Serie aufnehmen. Die Champions League Serie ist auf jeden Fall auf Augenhöhe mit der FIFA 3x5 Serie. Deswegen bin ich gespannt auf das heutige Unboxing Battle. 5 Päckchen sind auf jeder Seite am Start und ja, zack, 5 Matchday Champions League. Let's go. Ihr könnt gerne am Anfang des Videos ein Däumchen nach oben da lassen und wir gehen jetzt rein in Runde Nummer 1. Round 1. Let's go. Ich sehe RB Leipzig. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, ne? RB Leipzig könnte Timo Werner sein und es ist Timo Werner und das ist doch schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und Timo Werner ist auch der Beste aus dem ersten Pack. Also, Timo Werner gegen... Ja, gegen wen darf er ran? Gegen wen muss er antreten? Gomez, Fred, Tagliafico, Sensi, Ederson und Juan Mata. Jetzt haben wir ein Duell. Klar, kann man nicht so wirklich vergleichen, finde ich. Ederson ist der Beste gegen Timo Werner. Da werden jetzt viele sagen, Timo Werner ist klar besser. Da werden jetzt auch viele sagen, Ederson, geiler Keeper, ist besser. Ich sag, Timo Werner ist besser und das ist das 1:0 für die Champions League Serie. Runde 2. Round 2. Let's go. Was bekommen wir jetzt? Dries Mertens ist wieder als Powercard okay. Cavani, Manolas hier, Freuler, Cornet und Jorginho. Ja, der Beste ist aus diesem Pack sogar wieder die Powerkarte in meinen Augen. Dries Mertens. Aber ein Dries Mertens ist schlagbar. Durch den Diego Costa nicht, durch den Emre Can auch nicht, durch den Matip schon eher. Fernandes durch den Lewandowski sowieso. Und das ist ganz klar das 1:1 nach Runde Nummer 2. Wir gehen rein in Runde Nummer 3. Round 3. Das Messi-Pack, Leute. Messi, Sancho und Eden Hazard. Und die Powerkarte von Pep Guardiola von Man City. Und das ist Club-Legende David Silva. Niklas Süle, Gabriel, Seri, Preljak und Savic. Ja gut, entweder Süle, David Silva, ich schwanke und bin eher auf der Seite von David Silva. Wir gucken rein und das hat sich mit dieser ersten Karte erledigt für mich. Tokchu noch hier, Christensen, Rugani, ja, das hat sich sowieso. Klar, Neymar ist ein guter Mann, hat jetzt pinke Haare und das ist das 1:2 für die FIFA 365 Serie. Uiuiui, kann es die Champions League Serie noch schaffen? Round 4. Wir gehen rein ins Pack Nummer 4. Was haben wir da? Fabinho, Alena, Mohamed Salah, Gulagi, Zuba und Jadon Sancho. Ich denke mal, mit Salah hat sich die Champions League Serie jetzt hier den 2:2 Ausgleichstreffer verdient. Aber schauen wir mal. Es kann ja immer noch Ronaldo oder Messi kommen hier. Und wenn Ronaldo oder Messi kommen, dann ist es nicht das 2:2. Aber es kommt keiner von den beiden. Und somit ist es das 2:2. Und ich bin gespannt auf die finale letzte Runde. Welche Serie wird gewinnen? Die Champions League Match DX oder die FIFA 365? Champions League haben wir hier nochmal ein Ronaldo-Päckchen. Ich bin gespannt. Letzte Runde. Die letzte Runde entscheidet das Unboxing Battle, Leute. Eine Spannung, die wir genau so haben wollen. Jedes Mal, und es kommt Messi. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, Messi. Wenn jetzt Ronaldo kommt, dann würde ich sagen, ist es ein Unentschieden heute. Aber wenn nicht Ronaldo kommt, es gibt halt keine besseren als Messi und Ronaldo für mich. Und es kommt ein Suarez, es kommt ein Kanté, alter Falter, geile Konkurrenz, aber es ist ein Lionel Messi und Lionel Messi erzielt das 3:2 und die Champions League Matchday Serie gewinnt. Und das viel Schlimmere, sage ich mal, oder Skandal, die FIFA 3x5 Serie verliert. Die kann zwar selten verlieren, aber heute verliert sie. Werner, Salah, Messi schlagen, Lewandowski, Neymar, alter Falter, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da.
Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein. Tschüssi.